Herz öffnet, der jedes Herz hört und macht, der jedes Herz bereit macht für deinen Geist, für dein Wirken, für deinen Ruf, für deinen Ruf, für deinen Ruf, wo du jeden Einzelnen heute hier beim Namen rufst und sagst, komm, folge mir nach, komm, zahle den Preis, komm, sei das Team, das diese Welt verändert. Vater, ich danke dir für diese vielen jungen Menschen. Vater, ich danke dir für diese brennenden Herzen. Vater, ich danke dir für diese Generation, die vieles auf den Kopf stellt. Eine Generation, die für dich brennt, die scheint mit deinem Licht. Elachai. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Erfülle jeden 12-Jährigen, jeden 15-Jährigen, jeden 18-Jährigen, jeden 25-Jährigen, alle über 30-Jährigen. Vater, erfülle sie. Du hast für jeden eine extra Portion deines Geistes, deiner Kraft jetzt hier. Auf die Schulter und sag ihm, der Heilige Geist hat eine extra Portion heute für dich. Und dann dürft ihr Platz nehmen. So, wer hat sich was aufgeschrieben, welchen Preis er bezahlen will? Hat sich jemand schon was aufgeschrieben? Ich wusste es. Aufschreiben, jetzt, sofort. Das ist ein Befehl. Sonst setzen 6. Ich meine das ernst, schreibt es euch auf. Wir hatten Stefan gesagt, alle, die ein Ziel aufschreiben, die verändern das auch. Ja? Ihr braucht keine Angst zu haben. PC besteht nur aus 2 Worten. Ja, wegwerfen ein bisschen mehr, aber oder verkaufen. Aber ihr könnt ja eine Abkürzung nehmen. PC fair. Schrotten, kaufen, was danach kommt, ist egal. Nein, ihr müsst selber wissen, auf welchem Level ihr seid. Und ich glaube, Gott hat gesprochen. Ihr seid bloß zu feige, um das aufzuschreiben. Aber ich gebe euch jetzt noch diese 30 Sekunden, um das aufzuschreiben. Alles. Ich liebe Menschen, die schreiben. Ja, so. Gut. Habt ihr Bock, was Verrücktes zu machen? Ja, das wird aber, es wird unbequem. Ja, es wird unbequem. So, und ihr müsst eure 7 Sachen, und zwar, und es muss schnell gehen, okay, ohne großartig zu diskutieren. Und alle machen mit. Machen alle mit? Ja. Sehr gut. Mitgefangen, mitgehangen. Also, auf diese Seite, also hier, das ist die Linie. Hier sind alles Mädchen. Und auf dieser Seite, bitte alles Jungs. Schnell, ihr habt 30 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs.
Ich habe gesagt, es kann auch unbequem werden, also lieber auf der richtigen Seite. So, und zwar habt ihr jetzt einen Auftrag. Ihr müsst zusammenarbeiten jetzt gleich, ja? Ich warne euch schon mal. So, und zwar, ich brauche zwei Mädels, ja, ich weiß, das ist ein blöder Aufruf, aber wer fühlt sich so in der letzten Zeit so geistlich nicht so ganz mega super fit, also geistig schwach, okay. Die zwei kommen bitte hier nach vorne und das gleiche bei den Jungs auch. Einfach zwei Leute nach vorne mit der gleichen, ja. So, die ersten zwei, die anderen bleiben dann sitzen. Ja, wer hat sich in letzter Zeit, war ziemlich geistig schwach, okay, kommt nach vorne, ihr dürft euch outen. Ja, sehr gut. So, wir haben zwei Mädels bei den Jungs. Die Jungs sind alle geistig stark. Ach, wie ich das liebe. Männlicher Stolz. So, sehr gut. Und zwar, ihr habt jetzt eine Aufgabe. Die Jungs, ihr dürft schon mal auf die Bühne gehen. Die Mädels auch, da auf die Bühne. So, und ihr habt eine Aufgabe. Ihr dürft euch jetzt eine Minute lang beraten. Eine Minute, ja, das kostet ja alles meine Predigtzeit. Danach sagen wir, Alter, du überziehst immer, ja? So, eine Minute, nicht mehr, habt ihr euch zu beraten, wie ihr die zwei da nach oben befördert. Ja, also da auf diese Ebene, ja, wo, Frau Chinisi, stell dich mal da oben hin, damit du das, ja, da oben, ja, noch weiter höher, ja, eine Stufe höher, ja. So, da müssen die hin, ja, also wenn jemand geistig schwach oder hier unten auf der Ebene startet, die dürfen hier starten, weil das für euch gleich einfacher sein wird, werdet ihr vielleicht bemerken. Auf jeden Fall, da müssen die hinbefördert werden, aber es gibt eine Regel, ihr dürft sie nicht tragen. Das heißt, jeder, der mit denen in Berührung kommt, darf keinen Schritt gehen, okay? So. Ab jetzt habt ihr 30, also eine Minute, um euch zu beraten, wie ihr das macht, als Team. So, ihr dürft noch nicht anfangen, ey, noch nicht anfangen, noch nicht anfangen, zurück. Ja, ich habe gesagt, erstmal beraten, auf los geht's los. Hä? Doch, ihr dürft sie berühren, aber ihr dürft sie nicht mit ihnen dann laufen. Also sobald ihr sie berührt habt, dürft ihr nicht mit denen laufen. So, komm, noch 15 Sekunden. Und dann gebe ich den Startschuss. Seid ihr bereit? Auf mein Kommando geht es los. Auf die Plätze. Mädchen, seid ihr bereit? Jungs, seid ihr bereit? Fertig! We'll be right back.
Hey, warum habt ihr die Zeit nicht gestoppt? Ich habe dich gepredigt. Also unglaublich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht an die Mädels geglaubt. So, bleibt ihr bitte da, wo ihr gesessen habt. Mädels hier, Jungs da. Unglaublich, ey. Ja, es kommt, das war nicht mein einziges Experiment. Es kommt noch was. Es kommt gleich noch was, deshalb bleibt bitte. So. Ja, ich dachte wirklich, die Jungs machen das Rennen. Ja? Ich dachte, die nehmen die jetzt den kleinen Knirps und schmeißen den schon so 10 Meter einmal darüber und dann ist er schon fast da. Ja? Aber ja, dann ist. Ich muss sagen, die Idee, ja, wenn jemand nicht gut drauf war in letzter Zeit, den dann noch laufen zu lassen, ist nicht so eine gute Idee. Da haben die Mädels schon den besten Ansatz, einfach fallen lassen und lasst euch treiben. Und ich glaube, so, und damit habt ihr nämlich den ersten Punkt. In Römer 15,1 steht nämlich, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Das war der erste Punkt, den ihr jetzt aktiv umgesetzt habt. Die Bibelstelle solltet ihr euch jetzt wirklich eingeprägt haben, hoffe ich. Ja, wir aber die Starken, ja, wir tragen, ja, wir nicht laufen lassen, sondern wir müssen manchmal jemanden tragen. Ein Team zu sein bedeutet, füreinander da zu sein. Ein Team zu sein bedeutet, wenn jemand nicht gut drauf ist, wenn er schwach ist, dass wir alles dafür tun, um ihn zu tragen, um ihn aufzuhelfen, um ihn zu besuchen. Ja, eine Gemeinde, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass in dieser Richtung die Mädels den Jungs voraus sind. Ja, wenn es einem Mädchen nicht so gut geht, sind die Mädels eher dabei und sagen, ey, komm, lass uns sie mal besuchen. Ja, oder lass uns ihr mal helfen. Und, ja. Das ist etwas, was wir Jungs noch ein wenig lernen müssen. Ja, wo wir uns eine Scheibe abschneiden müssen. Aber wir schlagen uns gerne auf die Brust und sagen, ey, wir sind die Starken. Wir sind die Starken. Wir haben auch, wenn wir jetzt, denke ich mal, wer von den Jungs hat unten den Boxsack geschlagen? Okay, wer von den Mädels hat unten den Boxsack geschlagen? Oh, schon viel weniger. Aber wenn wir die reine Muskelkraft nehmen, würde ich mal sagen, haben wir definitiv weitaus mehr hier. Ja, Jungs haben von Natur aus mehr Muskeln als Mädels. Aber sie noch richtig einzusetzen, das ist nochmal was anderes. Ja? Geistliche Kraft auch zu haben, ist das eine, aber sie auch richtig einzusetzen, das ist nochmal was anderes. Ja? Und ich muss euch sagen, ja, ihr sagt, boah, ja, wer ist hier mal geistlich schwach? Ich muss sagen, ich bin auch manchmal geistlich schwach. Und ja. Und genau so brauche ich dann solche Hände, die mich mal tragen. Ja, manchmal sind es die Hände meiner Frau, die mir dann wieder aufhelfen, meines Pastors, meiner Brüder, meiner Geschwister oder auch wertvolle Gemeinschaft, die wir dann mit dem Hauskreis haben oder mit den Männern auf dem Bau. Das baut mich auf. Und das ist etwas, was wir wissen müssen. Wir müssen füreinander einstehen. Ja, in der heutigen Gesellschaft, wo jeder nicht mal weiß, wie der Nachbar heißt, ja, oder wie man, ja, alle isolieren sich, keiner will dem anderen helfen, ja, aber eine helfende Hand, das sind die, die wir heute wirklich etwas verändern können. Wer hat an der letzten Challenge jetzt teilgenommen? An der letzten Challenge, als Team eine gute Tat zu tun? Wir korrigieren das Ganze bitte in der nächsten Woche.
Ja? Die Challenge wird ausgeweitet in der nächsten Woche. Tut ihr euch bitte zusammen und macht eine gute Tat. Ich weiß, viele von uns waren echt eingebunden, hier die Konferenz noch zu organisieren, so auf dem letzten Drücker. Deshalb schiebe ich das mal da in die Kategorie. Aber ich glaube daran, dass wir mit euch einen Unterschied machen, dass wir mit euch, wir haben heute auch beim Activity Camp ganz viele, oder habt ihr Zeugnisse gehört, was es bewegt, wenn wir unsere Kraft einsetzen, um zu helfen, um den Schwachen zu helfen. Deshalb bitte ich euch, ja, in der nächsten Woche macht diese Challenge. Ja? So, das ist der erste Punkt, ja, ein Team kämpft füreinander. Wir haben das, Walter hat heute über Fußball gesprochen, ich spreche auch gerne über Fußball. Und da geht es nämlich auch, ja, füreinander zu kämpfen. Das heißt, der Stürmer kämpft mit der Abwehr. Ja, wir haben, wer hat die Champions League geguckt? Boah, das war so eine... Gab es jemanden von den Mädels, der die Champions League geguckt hat? Was ist das? Das ist, da spielen die besten europäischen Fußballvereine gegeneinander. Und jetzt war das Halbfinale in dieser Woche, Dienstag und Mittwoch. Und das war das spannendste Halbfinale, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Wer kann mir zustimmen? Ja. So, beide. Beide, ja, Liverpool ist jetzt weiter und Tottenham Hotspurs, ist, die sind auch weiter. Und das war ein krasses, mega krasses Spiel. Auf jeden Fall, ja, um jetzt nur von Liverpool zu erzählen, der Trainer von Liverpool ist ein Deutscher, Kloppo, ja, Jürgen Klopp. Und er ist auch Gläubiger, ja, bekennender Gläubiger. Und ich glaube, dass das irgendwo bestimmt auch da Einfluss gehabt hat. Fakt ist, das ganze Team hat wie verrückt gekämpft, weil Liverpool hat im Hinspiel, die spielen immer ein Spiel hin und dann ein Rückspiel. Die haben im Hinspiel 3-0 verloren gegen FC Barcelona, wo Messi, der beste Spieler der Welt, spielt. Und dann dachte man eigentlich schon, okay, Rückspiel wird für Liverpool nichts. Ja, weil es ist unmöglich, dieses 3-0 wieder aufzuholen. Und Fakt ist, die haben 4-0 gewonnen. Ja? 4-0 gegen Barcelona, mit dem besten Spieler der Welt. Verrückt! Und das war ein Kampf, ja, wo dann die Stürmer mit der Abwehr gekämpft haben. Der Torwart ist mit nach vorne in den Sturm gelaufen, auch später von Barcelona. Also wirklich, alle haben füreinander gekämpft. Und ich glaube, wenn ein Fußballteam das kann, wo es um einen Pokal geht, der aus Metall oder Glas ist, dann können wir das auch, wo unser Pokal das ewige Leben ist, die himmlische Krone, das, was wir erreichen wollen, das ist ewig, das ist unbezahlbar. Und wenn wir das einen Menschen zu Jesus führen und ihm ewiges Leben das beitragen, dass er das ewige Leben bekommt, das ist unbezahlbar, unvorstellbar wertvoll, unvorstellbar groß. Deshalb sei dir nie zu schade, für deinen Bruder zu kämpfen. Amen. Sag deinem Nachbarn, ich werde für dich da sein, wenn du mich brauchst. Dem rechten Nachbarn darfst du es auch sagen, okay. Dem linken und dem rechten. So, also das ist auf jeden Fall das ist eine Eigenschaft, die ein Team haben muss, damit es siegreich ist. Ja, wenn ein Team nicht bereit ist, füreinander zu kämpfen, wird das Team kein siegreiches Team sein. Der nächste Punkt ist, dass ein Team verschmelzen muss. Es muss eine Einheit bilden, um den Sieg zu erlangen. Ja? Ja, auch um diese Konferenz zu verwirklichen oder andere Sachen. Ja? Es gab ein Team und dieses Team musste ganz viel mit
einander arbeiten und die Köpfe zusammenstecken und. Also es gab so einen sogenannten auch Verschmelzungsprozess. Und überall, wo das nicht passiert, ja, also heute habe ich alle, die auf dem Ehe-Seminar waren, ja, dort ist etwas ähnlich, ja, die Synchronisation, ja, wo man sich austauscht, wo man sich gleich macht, ja, aber das Verschmelzen, das ist ein ähnlicher Begriff, es geht auch in die gleiche Richtung. Walter hat heute schon einen Teil davon davon vorgelesen, und zwar in 2. Samuel, dort lesen wir, wie etwas verschmilzt und den Sieg bringt. Ja, aber nicht das, was wir denken, was verschmilzt, sondern in 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 10, ja, dort sind die Helden von David beschrieben. Die Helden von David. Und das waren richtige Kämpfer. Und dann steht: er jedoch erhob sich und schlug die Philister, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert klebte. Ja, richtig klebte, ihr müsst merken, Fleisch, und ich weiß nicht, dieser Griff, der war wahrscheinlich aus Holz. Und Fleisch und Holz zusammenkleben, also ich glaube, der musste danach abreißen und da waren Fleischstücke am Schwert, ja. Aber dort steht: so bewirkte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Und das Volk kehrte um hinter ihm her, doch nur um zu plündern. Also wir sehen, da ist, ja, das war eine Zeit, wo Israel viele Kriege hatte, und der Sieg kam durch einen, der eins geworden ist, der verklebt worden ist mit seiner Waffe, der zusammengeschmolzen ist. Ja, und die andere Geschichte hat Walter heute erzählt, ja, wo die drei, das waren drei Kämpfer, die bereit waren für David nach Bethlehem, ja, zu gehen, zu diesem Brunnen, um das Wasser zu schöpfen. Und ihr müsst euch vorstellen, ja, drei Leute, also Tim, Stefan, ihr drei kommen nach vorne, um das zu illustrieren, ja, stellt euch vor, die müssen sich jetzt durchkämpfen gegen euch. Ja, die werden es nicht weit schaffen. Irgendeiner schlägt den hier in den Kiefer und dann ist bei jedem, die sind dann ausgenockt, ja, dann fällt hier eine Sicherung raus und die kippen einfach um, ja, oder da gibt dem jemand einen Tritt, alles ist erlaubt, ja. Ich wette, die schaffen das nicht. Challenge, wollt ihr es wagen? Nee, also es ist, ja, wir haben Blut geleckt, sie haben sich unten dann schon ausgetobt. So, nee, aber um es zu schaffen, müssen sie ganz nah zusammenrücken. Ja, sie dürfen niemanden dazwischen lassen, denn wenn jemand dazwischen ist, ja, dann ist deren Rücken auch ungedeckt. Ja, ich glaube, die drei kämpften sich ungefähr so durch. Ja, denn sobald ihr jemanden den Rücken zukehrt, ja, die kämpften durch ein ganzes Heer durch. So, und da durfte nichts dazwischen sein. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die waren wie verklebt, weil sobald sie weiter auseinanderrücken, ja, ist vorbei. Dann kommt einer hier hin und dann ist vorbei, dann ist einer tot, und wenn der eine tot ist, ist der nächste tot. Ja? Das war's. Okay, danke. Fakt ist, sie wachsen zusammen. Sie entwickeln eine Nähe wie niemand anders. Ja, Jesus hat seine Jünger zu sich geholt, die haben gemeinsam gegessen, die haben gemeinsam geschlafen in den Bergen, in einer Hütte oder sonst wo. Ja, sie haben gemeinsam geduscht wahrscheinlich, ja? Sie haben gemeinsam Fische gefangen, sie haben alles gemeinsam gemacht. Sie sind zu einer Einheit geworden. Ja, auch wenn, Petrus ist doof gewesen, ne? Also voll der Angeber, voll der Macho. Ja? Und so ein anderer Typ wie der Johannes oder so ein ruhiger oder so, ja, denke, ey, boah, mit dem Macho, mit dem komme ich nicht klar. Ich will nicht mit dem, ja? Ich will nicht mit dem ein Team spielen. Hey, aber beim Sportunterricht, wenn gewählt wird, nee, mit dem will ich nicht spielen. Ne? Das gab's ja nicht. Die sind zusammengeschmolzen als eine Einheit. Sie sind verklebt, ja. Die Bibel sagt auch zwischen Mann und Frau, ja, war heute auch Teil unseres Seminars, ja, Mann und Frau, dort steht, sie werden verklebt. Wirklich, hier steht,
Kleber klebt, verklebt. Mann und Frau werden verklebt. Und dann sind sie eine Einheit. Sie sind ein Team. Durch den super heiligen Geistkleber. Ja, ich wollte das testen. Ich habe 3 Tubensekundenkleber im Auto. Aber dann tat es ihnen doch leid. Ich wollte 2 Leute zusammenkleben. Und dann, aber okay. Falls es Freiwillige gibt, die 3 Tuben liegen im Auto, dann können wir das noch machen. Fakt ist, nur dann, wenn wir so zusammenrücken, so miteinander, füreinander da sind, sind wir ein starkes Team. Es gibt manchmal solche Sachen, auch bei uns in der Gemeinde, da war ein Junge mehrere Monate schon nicht da und dann frage ich, ey Leute, was ist eigentlich mit, weiß ich, was ist eigentlich mit Walter? Und alle so, Walter? Wer ist Walter? Ja, der war doch nur ein Jahr bei uns in der Gemeinde, den kenne ich nicht. Ja, keine Ahnung. Weiß ich, hast du was von Walter gehört? Nee. Fakt ist, wie kann es sein, wenn jemand, na, dem geht es vielleicht nicht gut, ja, oder der hat Scham oder sonst was oder eine schlechte Zeit gehabt. Was, da waren, das war eine Sommerferienzeit, ja. Also, wir haben einige Male schon über die Sommerferien jemanden verloren, weil 6 Wochen sind lang, ja. Jeder ist mit seinem Urlaub beschäftigt und so weiter. Und dann hält der Kleber nicht mehr so gut, ist nicht wasserfest, ja. Wir baden ja alle und so. Fakt ist, wir müssen miteinander verklebt bleiben, enger zusammenrücken. Und deshalb, die nächste Herausforderung, ihr rückt bitte jetzt alle zusammen, dass ihr in dem Mittelblock sitzt. Tschüss, ne te danje wabigi, sagt man schön, ne? Ich wusste nicht, wie viele heute zur Konferenz kommen, aber mein Ziel war es, ganz zusammenzurücken. Wie ihr dann gleich sitzt, ist mir egal. Deshalb auch die Rassentrennung, damit Männlein nicht auf Weiblein sitzt und so weiter, ja? Okay, den. Boah, bei den Mädels gibt es sogar noch freie Plätze da hinten. Ja, bei den Jungs, ja, die Jungs haben einen harten Kampf hinter sich. Das ist, ah, der ist bei Walter eingeschlafen, gut, nicht bei mir, dann habe ich Glück gehabt. So, ey Leute, wisst ihr, das ist nicht schlimm. Bei wem war das? Bei Paulus, der da eingeschlafen ist? Ja? So, seht ihr, auch bei Paulus ist jemand auf der Predigt eingeschlafen. Ich glaube, das tröstet den Walter ein wenig. Ja? So, der nächste Punkt. Nicht ein Team verschmilzt miteinander, aber ein Team pflegt auch die Nähe zu dem Trainer. Nicht nur untereinander, sondern auch zu dem Trainer. Wisst ihr, Pep Guardiola, der zählt weltweit als einer der besten Trainer der Welt. Fußballtrainer, ja, für die Mädels. Ein Fußballtrainer, der ist der Beste der Welt, weil der ist sehr akribisch. Ja, der arbeitet alles vor, der lernt, studiert und arbeitet wirklich, so ein richtiger Workaholic. Ein richtiger Freak. Aber er hat auch richtig Erfolg. Ja, ist nicht nur. Und er hat das Erste, was er eingeführt hat, er hat Manchester City übernommen, vorher hat er Bayern trainiert, davor war er bei FC Barcelona. Ja? So, und Barcelona hat er viel gewonnen, mit Bayern hat er auch so einiges gewonnen und jetzt ist er bei Man City. Und das Erste, was er da eingeführt hat, ist, dass alle gemeinsam frühstücken. Ja? Das heißt, die Fußballer frühstücken nicht mehr mit ihrer Familie zu Hause, sondern sie frühstücken als Team. Dann, nach jedem Fußballspiel, eine Stunde nach dem Fußballspiel, müssen sie wieder gemeinsam essen.
Ja, ich glaube, Pep Guardiola hat bei Jesus was abgeguckt. Ne? Jesus hat auch mit seinen Jüngern immer gerne gegessen, Gemeinschaft gepflegt, um die Nähe zum Team zu haben. Ja? Weil Jesus, wir lesen ja auch beim Abendmahl, ja, Johannes legte sich dann zu Jesus und sie suchten die Nähe zu Jesus. Ja, ganz besonders in solchen Situationen, wo sie dann auch alleine waren, wo sie Gemeinschaft hatten, tiefe Gemeinschaft unter Brüdern. Tiefe Gemeinschaft, auch zum Teil unter Schwestern. Ja? Jesus war, wo er dann zu diesen 5000 gepredigt hat, das war natürlich war schön und gut, aber da hatten die Jünger nicht die Möglichkeit, sich so nahe zu Jesus zu kommen und irgendwie Geheimnisse auszutauschen und zu fragen, Jesus, wer ist der Größte von uns? Hä? Sag mal, der Petrus doch nicht, oder? Sie suchten die Nähe zu Jesus, ja? Die Jünger, die wollten auch nicht, wo dann die Verklärung war, dann wollten die gar nicht mehr weg. Und dann sagten, oh Jesus, wir bleiben jetzt hier, wir bauen jetzt ein Zelt für dich, für mich. Sie suchten die Nähe zu ihrem Trainer. Sie suchten die Nähe. Und das ist etwas, was wir, was ich manchmal komplett anders beobachte, ja, dass, Arthur, das ist mein Hauskreisleiter, ja, aber mit dem rede ich nur mittwochs. Sonst halte ich mich ganz weit fern von dem. Weil sonst könnte er rauskriegen, dass ich meinen PC immer noch habe oder so, ja, oder was auch immer. Ich hatte mal einen, wie teuer war das, für 500 Euro Schuhe gekauft, ja. Dann hat er dann immer verheimlicht und nicht gesagt, wie teuer die Schuhe waren und so weiter. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, mein lieber Freund, was ist denn mit hier Jugendkonferenz? Ja, nee, ich habe kein Geld. Boah, 10 Euro für die Jugendkonferenz? Ja, okay, klar, weil wenn man für 500 Euro Schuhe kauft, dann bleibt nicht mehr viel für die Jugendkonferenz. Ja? Aber Fakt ist, die Schuhe waren ein, zwei Monate später, haben so einen richtig dicken Kratzer bekommen und dann dachte ich mir, oh, wie schade. Jetzt sind sie nur noch 100 Euro wert. Aber das war dann natürlich unangenehm für ihn zu hören. Ja, das war dann so diesen Preis, den er nicht zahlen wollte. Und manchmal bin ich auch meinem Vater aus dem Weg gegangen, ja, weil man nichts, keine reinen Augen hatte. Aber ich glaube, je häufiger wir bereit sind, ja, auch die Nähe zu unseren Mentoren, Pastoren und Leitern zu suchen, umso stärker macht uns das als Team, weil wir nicht auseinanderrücken. Ja, der Trainer ist der immer korrigiert. Ja, das ist die Aufgabe des Trainers. Ja, ein Fußballtrainer, der ist nicht nur die ganze Zeit zu sagen, oh, macht er alles schön, ja. Passiert vielleicht beim MSV Duisburg, deshalb steigen die wahrscheinlich in dritte Liga ab. Er sagt, oh, macht er alles toll. Durch macht ihr alles toll, wird ein Team nie besser. Ja, der Pep Guardiola, der ist bekannt dafür, ja, dass er total sagt, nee, das darfst du nicht, du musst das machen, nee, den will ich und so weiter und so fort. Das ist etwas, was schmerzhaft ist, aber es macht ein Team besser. Pep Guardiola hat sogar verboten, das war noch bei FC Barcelona, der hat verboten dem Ibrahimovic, ne, kennt ihr niemand, der hat dem Ibrahimovic mit seinem Luxusauto zu kommen, ja, Porsche oder Lamborghini, sondern der hat alle im Team verpflichtet, das war eine Pflicht, mit einem Kleinwagen zum Training zu fahren, also VW Polo oder ein Mini-Schrott-Cooper oder ein Fiat Panda, Ford Focus, nur so einfache Autos, die wir normale Menschen so fahren, ja. Aber nein, und er hat einen großen Aufstand gemacht und sagt, nein, ich komme mit meinem Lamborghini natürlich, ja, oder mit meinem Ferrari, wofür habe ich den überhaupt gekauft, wenn ich den nicht fahren darf? Fakt ist, der hat es dann nicht lange ausgehalten, ist dann aus dem Team auch geflogen und einige andere auch, aber das ist etwas, wo der Pep Guardiola hat gesagt, ja, jeder muss lernen, ja, bisschen Demut, ja, bisschen runterkommen, ja, nicht nur hier Schickimicki und so weiter. Bei Pep Guardiola dürfen alle, die unter 18 sind,
dürfen keine bunten Fußballschuhe haben. Also die dürfen, anders gesagt, nicht cool sein. Sondern die dürfen nur schwarze Fußballschuhe tragen. Ne? Deshalb also hat die ganze Lobpreisgruppe, die darf bei uns nur weiße Schuhe tragen. Ne? Habt ihr vorhin gesehen, die haben fast alle weiße Schuhe? Nee, doch nicht. Okay, manchmal passt das. Aber egal. Manche sind dann so, wie, ich darf keinen Minirock mehr anziehen. Ja, wofür habe ich den gekauft? Ich habe auch einen gekauft. Ne? Nein, zieh den auch nicht an. Wisst ihr was, wenn wir nicht bereit sind, irgendwelche solche kleinen Äußerlichkeiten aufzugeben für das Team, für den Sieg, dann werden wir niemals erleben, was es heißt, siegreich zu sein. Dann werden wir solchen historischen Momenten nicht erleben. Ja, aber wenn wir dazu bereit sind, ja, dann werden wir Siege erleben, dann werden wir Momente erleben, die einfach grandios sind, die herrlich sind. Halleluja. Sag dazu ein großes Halleluja, bitte. Amen. So, der nächste Schritt ist ein Team. Ein Ziel, ja. Immer wachsam. Ein Team verliert oder fängt an zu rebellieren. Ja, genau so, solchen Sachen und sagt, ah nee, ich komme jetzt nicht mit dem kleinen Auto, ich will mit Ferrari kommen. Jeder, der sowas sagt, ja, oder jeder, der sagt, nee, ich mache jetzt nicht hier Staubsaugen oder so, ich will hier Ordner sein sofort. Ja, ja so, super viele wollen Ordner sein, das ist ein sehr vakanter Job, was Timur und, ja, das ist nicht so einfach, Ordner bei uns zu werden, da muss er erstmal Frühaufsteher werden, ne? Oder unterschiedliche Sachen. Ja, der Weg als Christ, der ist manchmal holprig. Ja, der ist manchmal nicht so einfach. Man hat schon x-mal gehört, ja, nee, das will ich aber nicht. Nee, das mache ich aber nicht. Ja, bei uns auch unsere Tänzer, vor Ostern haben die hier wochenlang immer jeden Tag geübt, geübt, geübt. Zack, Ostern vorbei, Jugendkonferenz, wieder üben, 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 üben. Zack, das vorbei, kommt bei uns nächste Vera-Konferenz. Danach ist, glaube ich, Joy. Ja, dann wieder für Joy vorbereiten, auch Bühnenbildteam. Danach kommt die Männerkonferenz und dann ist schon Weihnachten wieder. Ja? Und da ist auch wieder jeden Tag hier sein. Aber wisst ihr was? Wenn man das Ziel nicht aus den Augen verliert, ist man bereit, den Preis zu bezahlen. Wenn man vergisst, wofür wir das tun, wenn wir vergessen, dass wir das nicht für das Irdische tun, sondern dass wir viel weiter gucken. Wir gucken viel weiter nach vorne, nicht 5 Jahre, nicht 10 Jahre, sondern wir gucken bis in die Ewigkeit, bis zu Jesus. Wusstet ihr, dass Alkoholabhängige oder Menschen, die egal irgendeine Sucht haben, ja, Alkohol, Drogen und so weiter, die sind nicht imstande, weit nach vorne zu gucken. Die denken meistens nur einen Tag voraus. Ja, maxim, allerhöchstens 10 Tage voraus. Das ist so, dass ein normaler Mensch, der nicht süchtig ist, kann ja ein Jahr und noch weiter vorausgucken oder denken, was mit ihm passiert. Ja, was passiert mit mir, wenn ich das nehme? Was ist, wenn ich das tue? Und wir als Gläubige, darüber wurden keine wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht über Gläubige, aber ich weiß es, weil auch Paulus uns das sagt, weil wir die Bibel lesen und die Bibel spricht von der Ewigkeit. Wir gucken noch weiter voraus. Wir gucken bis in die Ewigkeit. Wir gucken bis hin, wo wir zu Jesus sein werden, wo Jesus zu uns kommt und uns begrüßt und sagt, du guter und treuer Knecht. Was sagt er dann? Komm herein. Ja, Jesus lädt uns zu sich ein. Na, Jesus begrüßt uns und da schauen wir hin. Es gibt so ein schönes Bild, ja, wo hatten wir bei uns damals im alten Café hängen, wo Jesus so einen umarmt und na, man sieht halt, man ist so in den Wolken, ja, und das ist so der Eingang. Und Jesus umarmt ihn so fest und sagt, oh, komm rein, mein Freund, ich habe auf dich gewartet, weil du nicht nur eine Woche nach vorne geguckt hast, um dein Ego, ja,
sondern du hast weitergeguckt, weitergeguckt. Halleluja. Ihr sitzt heute hier in diesem Gebäude, weil unser Pastor weitergeguckt hat im Glauben als einfache Menschen. Ja, wir hatten nichts. Ja, wir waren damals so weit, als wir dieses Grundstück auch hier gekauft haben, da hat die Politik, alle Obersten haben gesagt, ihr werdet hier keine Kirche bauen. Ihr werdet hier keine Kirche bauen. Das war das eine. Das zweite, Wirtschaftskrise. Keine einzige Bank hat gesagt, wir geben euch einen Kredit. Also die haben gesagt, nichts, kein Geld, ihr kriegt gar nichts. Und wir haben nicht eine Woche eine Anfrage gemacht, nicht zwei Wochen eine Anfrage, nicht Monate, sondern wir haben Jahre Anfragen bei allen Banken mehrfach angefragt, ob wir irgendeinen Kredit bekommen, um das hier fertig zu bauen. Denn wir hatten schon angefangen zu bauen. Wir waren schon mit dem Rohbau fertig. Und dann standen wir davor, kein Geld, nichts mehr, weil ohne Kredit geht es nicht mehr weiter. Wir hatten alles gespendet, was wir hatten. Und dann kam das Wunder. Und wir haben es fertig gebaut. Und deshalb sitzt ihr heute hier. Halleluja. Mit Glauben sind wir fähig, weiter zu gucken als jeder normale Mensch. Und wir haben, wenn wir das Ziel im Blick haben, sind wir bereit, alles Mögliche aufzugeben. Ja, Schuhe, ob die schwarz oder weiß sind, aufzugeben. Kleidungsregeln. Ach, was soll's. Ich habe das Ziel im Blick. Die irischen Sportler, die haben den Pokal im Blick. Den Ruhm. Wir das ewige Leben. Amen. Sag deinem Nachbarn, ich habe das ewige Leben im Blick. Wisst ihr, ich will Jesus und dieser Moment berührt mich so sehr, als Jesus am Kreuz hing. Ich habe mich gefragt, warum konnte Jesus diese unnormalen Schmerzen ertragen? Ja, ihr habt alle den Film Die Passion Christi gesehen, oder? Jungs, hört mal auf zu spielen da hinten. Und warum konnte Jesus diese unnormalen Schmerzen ertragen? Als er am Kreuz hing, hatte er das im Blick, wofür er das gemacht hat. Er fokussierte sich nicht auf die Schmerzen. Er fokussierte sich nicht auf die Menschen, die ihm da ausgelacht haben. Er fokussierte sich auf dich. Er fokussierte sich darauf, wofür er das macht. Denn Er sagte am Kreuz, Herr, vergib ihnen. Herr, vergib ihnen. Und er tat das am Kreuz für deine Vergebung. Er hatte es die ganze Zeit vor Augen. Er wollte deine Vergebung erreichen. Deine Vergehen, deine Schuld, das wollte er eliminieren. Er hatte es die ganze Zeit vor Augen. Und da, wo der Schmerz am größten war, rief er es aus. Herr, vergib ihnen. Herr, vergib ihnen. Jesus hatte dich im Blick, als er seine Schmerzen ertrug. Jesus' Liebe war am größten, als seine Schmerzen am größten waren. Ich glaube, seine Liebe ist immer unendlich, ja, aber das zeigt es nochmal, das demonstriert die Größe seiner Liebe zu dir. Als er am Kreuz hing und er hätte sagen können, ey, ihr Jünger, ihr seid, ach, ich schmeiß alles hin, das Team, die stehen sowieso nicht alle hinter mir, die Jünger haben mich verraten, Petrus hat mich verraten, ich schmeiß alle hin. Ja, manchmal haben wir auch das Gefühl, da denken wir auch alle, boah, ja, in der Gemeinde, da lässt dann alle und da sind alle gegen mich, keiner liebt mich. Ich schmeiß alles hin. Ich will nicht fragen, wer solche Gedanken schon mal hatte, ja? Aber die werden früh, die kommen manchmal, ja, das ist normal. Aber da dürfen wir das große Ganze, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ein Team, ja, ein Ziel, ja, und alles für Jesus. In Galater 2, Vers 20, ich lese die Übersetzung, Neue Bibel heute, da fand ich das sehr schön. Dort steht,
Und sagt, und ich lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Wenn es dir schwer geht, denke daran. In meinem sterblichen Körper, auch wenn du krank bist. Ja, vielleicht gibt es jemanden, der ist krank oder hat eine Krankheit bekommen und denkst, wow, ja, wo ist Gott? Warum heilt er mich nicht? Oder ist jemand gestorben? Warum? Ein sterblicher Körper geht vorbei. Ist nicht schlimm. Wir kommen sowieso zu Jesus. Da gibt es keine Krankheit, kein Tod mehr. Und deshalb sagt er, ja, das lebe ich im Glauben. Ja, das bisschen, was ich hier noch habe. Ja, als ich jung war, dachte ich auch, boah, ich habe noch die Ewigkeit vor mir. Na, jetzt bin ich schon 34. Die Zeit ist verflogen. Und die Zeit fliegt. Bevor ich zum nächsten Punkt komme, möchte ich auf die größte Lüge nochmal eingehen, die in einem Team existiert. Und zwar denken viele, ich bin nicht wichtig. Ja? Hier gerade eben, das war super schön, es haben sich eigentlich so gut wie alle beteiligt. Alle. Vielleicht sind einige, die da nicht ganz dran gekommen sind, aber eigentlich alle haben sich beteiligt. Alle haben sich dazugestellt. Alle haben mitgemacht. Aber ganz häufig, und ich sage euch ehrlich, ich hatte auch solche Gedanken, ja? Oh, ich bin nicht wichtig. Die anderen können das besser. Ich will euch sagen, und schreibt es euch dick auf, bei Jesus gibt es keine Ersatzbank. Schreib es dir auf, bei Jesus gibt es keine Ersatzbank. Ja, Ersatzbank, das ist im Fußball die, das sind die hochbezahlten Profis, die da sitzen und schmollen, hey, warum bin ich nicht da? Oder die noch schlechter sind, die sitzen auf der Tribüne, die wurde nicht mal auf die Ersatzbank berufen. Und manchmal fühlen wir uns, dass wir denken, oh, ich sitze auf der Ersatzbank, okay, ich brauche nicht kommen. Es gibt nämlich so ein, der heißt Ringelmann-Effekt. Kennt ihn jemand? Nein? Der Ringelmann-Effekt besagt, wir haben heute das Tauziehen gemacht, so ein genannter Herr Ringelmann hat gemessen, wie die Kräfte eines Menschen sind, der das Tau zieht. Und hat ein Mensch ein Tau gezogen und die Kräfte wurden gemessen. Ja, sagen wir 40, 50 Kilo oder so, ja, konnte er dann ziehen. Und dann hat man zwei Leute gemessen, drei gemessen und dann hat man ein Team von 10 Leuten dahingestellt und gemessen, wie viele Kräfte die ausziehen. Und das Interessante ist, je größer das Team war, umso schwächer hat jeder gezogen. Weil er dachte, ja, der andere macht's, ich bin nicht so wichtig. Ja, Team wird auch gerne übersetzt, toll, ein anderer macht's. Ja, wir sind ein großes Team. Irgendeiner wird hier schon kommen. Deshalb, wenn man in eine WhatsApp-Gruppe schreibt, ey Leute, wer kann kommen, um zu helfen? Und alle, Team, toll, ein anderer macht's. Ich kann weiterzocken. Auf dem Bau genauso. Toll, ein anderer wird bauen. Ich kann mich mit meiner Freundin amüsieren. Team bedeutet nicht, ein toller, ein anderer macht's. Ja? Aber manche denken so aus Faulheit, aber andere denken so, weil sie meinen, sie wären nicht wichtig. Ja, mich hat es schockiert, vorhin, wo Walter gefragt hat, wer macht einen Dienst in der Gemeinde, dass nicht alle Hände hochgegangen sind. Also sobald du mehr als 3 Monate in der Gemeinde bist, solltest du einen Dienst in der Gemeinde übernehmen. Amen. Denn das ist gut für dich. Ja? Denn nicht umsonst hast du Arme und Beine. Nicht umsonst bist du da. Du bist ein Teil des Teams. Du bist ein Teil des Leibes Jesu Christi, nämlich seiner lebendigen Gemeinde. Amen? Amen. Und ich sage dir, bei Gott gibt es keine Ersatzbank. Er will jeden auf dem Spielfeld haben. Er will jeden in seinem Team haben. Er will jeden da haben, dass er aktiv wird. Glaube wird nicht wirkt nicht, wenn du alleine in deinem Zimmer bist und nichts tust, nicht betest. Es wird wirksam, wenn du aufstehst und handelst.
wenn du mitmachst, wenn du ein Teil des aktiven Teams wirst. Ja, viele bewundern immer unsere Gemeinde und dann kommt immer der Pastor und sagt, ey, ich warne euch, kommt nicht in unsere Gemeinde. Wir sind böse. Bei uns muss man nämlich was tun. Ja, bei uns gibt es fast keinen, der nichts tut. Ja, alle wischen Boden oder machen den leckeren Kuchen oder machen dies oder machen das. So funktioniert es und deshalb ist es schön. Ich liebe unsere Gemeinde. Ich liebe unsere Gemeinde und ich glaube, wir werden einander noch mehr lieben, auch dass wir diesen Teamgedanken nochmal verinnerlichen, füreinander da zu sein, füreinander zu kämpfen, miteinander verklebt zu sein, ja, uns an Jesus zu heften und zu wissen, jeder ist wichtig. Es gibt keine Ersatzbank. Die Uhr ist kaputt. Die Uhr ist kaputt. So, auf jeden Fall, ich gebe euch 2. Mose 17, ich mache ein bisschen schneller. 2. Mose 17, Vers 11 bis 12. Dort erzähle ich jetzt schneller. Auf jeden Fall, Mose, der musste seine Hände heben und solange er seine Hände gehoben hat, hat das Volk Israel im Kampf gewonnen. Und dann war Mose müde, der hat seine Hände schon runtergelassen und dann wurden die wieder zurückgedrängt. Und dann merkte Aaron und Hur, wer kennt Hur in der Bibel? Nein, wer kennt Hur? Was hat Hur in der Bibel gemacht? Ja, also ich kenne Hur nicht in der Bibel. Ja, da war kein großer Typ. Ja, Aaron kennen wir, der Hohenpriester und so. Ja, also dann das Geschlecht der Leviten, der durfte dienen und so weiter. Ja, ist ein Name, okay, Aaron kennen wir. Aber Hur kennen wir nicht. Aber wisst ihr was, wenn Hur nicht da gewesen wäre, denn Hur hat die Hand von Moses gehalten. Seine Aufgabe war einfach nur, ja, Moses stand da und der Hur, der musste nur die Hand halten. Das war sein Job. Und du denkst, boah, wie unwichtig, deine Hand halten. Ich komme nicht, Arthur, wenn ich nur die Hand halten muss. Also wenn ich predigen muss, dann komme ich. Aber wenn ich nur die Hand halten muss, dann komme ich nicht. Das war sein Job, aber das war der Job, der das Volk Israel zum Sieg geführt hat. Er hat die Hand gehalten. Ja? Für Händchen halten. Wisst ihr was? Egal was du machst im Reich Gottes, es ist wichtig. Und es bringt das Team zum Sieg. Es bringt das Team zum Sieg. Amen. Deshalb sei dir nicht zu schade. Denk nicht, dass du auf der Ersatzbank den Platz verdienst. Tu das, auch wenn es nur ein Händchen halten ist. Mach es. Mach es. Mach es. Das führt das Team zum Sieg. So hat das Volk Israel den Sieg errungen. Und wenn Hur nicht da gewesen wäre, dann wäre das Volk Israel nicht erfolgreich gewesen. Da wäre ein Aaron, hätte dann nicht gereicht. Die Arme von Moses waren schwer. Na, die Arme von Willi kannst du dann auch nicht stundenlang halten. Ne? Irgendwann ist Feierabend. Und der letzte Punkt lautet Hingabe. Wisst ihr, nach dem Spiel von Liverpool wurde Jürgen Klopp gefragt, ja, weil man sagt, oh ja, sie haben so viele Millionen und so investiert in das Team, ja, Geld gewinnt, Geld regiert die Welt und so weiter. Und dann sagte Jürgen Klopp, wisst ihr was? Ja, es gibt ja viele andere Teams, Real Madrid und so, die sind rausgeflogen, die haben auch Milliarden investiert. Und dann sagt ihr, wisst ihr was? Nicht Geld hat das Spiel gewonnen. Oder nicht besondere fußballerische Qualitäten haben das Spiel gewonnen. Sondern das, was den Unterschied gemacht hat, war die vollkommene Hingabe. Vollkommene Hingabe macht den Unterschied. Ein Christ, der sich nicht hingibt, macht keinen Unterschied. Dem Christen, die sich vollkommen Jesus hingeben. Ich liebe das Lied, das wir singen. Ich gebe alles. Voller Hingabe ist rauszuschreien. Egal wie schief und krumm du singst. Ich liebe Jugendliche mit Hingabe.
Also vielleicht liebe ich auch deshalb Sport, weil da auch eine gewisse Hingabe verlangt wird, um den Sieg zu bekommen. In der Regel gewinnt ein hungriges Team. Und es gewinnt eine hungrige Gemeinde, eine hingegebene Gemeinde. Lasst uns aufstehen. Ihr dürft auch wieder ein bisschen auseinanderrücken, dass jeder ein bisschen Platz hat. Ich bin gütig heute. In Philipper Kapitel 3, Vers 8. Dort steht mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Niemand kann mir mehr bieten, als Jesus Christus zu kennen. Und dann geht es weiter, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich sage dir, egal auf was du dich verlässt in diesem Leben, du kannst nur verlieren. Wenn du dich auf dich verlässt, du verlierst. Wenn du dich auf deinen Lehrer verlässt, du verlierst. Wenn du dich auf deine Eltern verlässt, du verlierst. Wenn du dich auf sonst jemanden verlässt, du verlierst. Wenn du auf Jesus setzt, verlierst du nicht. Verlierst du nicht. Verlierst du nicht. Und es geht noch weiter. Seinetwegen, um Jesus Christus, ja, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Lass uns sagen, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist Christus. Mein Retter. Mein König. Mein bester Freund. Dem ich mein Leben anvertraue. Und ich bin ein Teil seines Teams. Zu erringen.
Vater, ich danke dir, dass du uns zu deiner Gemeinde gemacht hast, zu deinem Team gemacht hast in dieser Welt. Halleluja. Und wir sind das Team Jesus. Das Team Jesus. Alle vereint, alle vereint, alle vereint. Vater, wir wollen ein Team sein, das bereit ist, den Preis zu zahlen. Ein Team sein, das bereit ist, vorwärts zu gehen. Ein Team, das bereit ist, einander zu tragen, füreinander zu kämpfen. Ein Team, das miteinander verschmilzt, verklebt, füreinander da ist in schwieriger Zeit. Halleluja. Vater, wir sind bereit, jeden dazu zu holen, dass keiner im Abseits steht, dass keiner auf der Ersatzbank sitzt. Vater, wir sind bereit, uns hinzugeben für dich, für dich, für dich, für dich. Eine Sache will ich noch machen, dass wir lernen und auch nie verlernen, füreinander zu beten. Ja, es fängt an, füreinander da zu sein, wenn wir füreinander beten. Deshalb darfst du jetzt noch mal kurz für einen Nachbarn, ja, einigen wir uns auf den linken Nachbarn, dass du für deinen linken Nachbarn betest und ihn segnest.